doch kein unbegrenzter Hinzuverdienst für Arbeitnehmer neben der Altersrente möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir wissen es ja alle, seit dem 1. Januar 2023 können vorgezogene Altersrentner unbegrenzt neben der Rente dazu verdienen. Ich finde für viele Leute wirklich eine richtig prima Sache. Ergebnisse von Studien zeigen ja, dass die Erwerbstätigenquote von unseren älteren Semestern steigt und steigt. Für viele Arbeitnehmer, die gerne auch die Altersrente neben ihrem Job in Anspruch nehmen wollen, gibt es aber rechtliche Hürden, die es ihnen leider oft unmöglich machen, neben der Rente tatsächlich weiterzuarbeiten und dann diesen unbegrenzten Hinzuverdienst zu genießen. Arbeitsrechtliche Klauseln machen einen Hinzuverdienst neben der Rente leider in vielen Fällen unmöglich. Denn diese Klauseln führen dazu, dass ein Arbeitsverhältnis bei Bezug einer vorgezogenen Altersrente automatisch endet oder erlischt. Ich selber erlebe das häufig in den Beratungssituationen hier vor Ort oder wenn wir Online-Mandate entnehmen, bekommen dann auch in der Prüfung der Unterlagen, bei der Vorbereitung, Planung von Altersrenten. Oft äußern unsere Kunden ja den Wunsch und sagen, Mensch, Herr Knöppel, ich habe gehört, wir können noch neben der Rente weiterarbeiten und quasi zwei Einkünfte haben. Das hat ja der Gesetzgeber richtig toll hingekriegt. Ja, aber dann kommt das böse Erwachen. Ein Blick in die Arbeitsverträge oder Tarifverträge zeigt mir dann, dass diesem Wunsch leider oft Grenzen gesetzt sind. Da gibt es also dann zum Beispiel in Arbeitsverträgen so Klauseln wie das Arbeitsverhältnis erlischt bei Bezug von Altersruhegeld auch vor der Regelaltersgrenze. Und es ist leider so, dass diese Klausel, wenn sie im Arbeitsvertrag so steht, Bezug von Altersruhegeld, dann letzten Endes auch leider nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wirksam ist. Und da muss man natürlich ganz genau schauen, was dann in den Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen drinsteht. Eine Standardklausel, die in den Arbeitsverträgen dann immer drinsteht, ist auch, das Arbeitsverhältnis endet am Ende des Monats, in dem das Lebensalter der eigenen Regelaltersgrenze erreicht wird. Und da ist dann das automatische Ende meistens. Ich finde solche Klauseln, meine Damen und Herren, völlig unnötig in heutiger Zeit. Vor 30 Jahren, da hatten wir eine ganz andere Situation. Da war es so, dass wir viel mehr Arbeitskräfte hatten, auch viele, viele ältere Arbeitskräfte, die praktisch dann die Arbeitsplätze für jüngere Arbeitnehmer blockiert haben. Und deshalb hat man solche Klauseln reingeführt und hat gesagt, wenn du eine Altersrente in Anspruch nimmst, eine vorgezogene Altersrente, dann bist du hier automatisch raus. Ja? Das war damals vielleicht noch völlig okay. Heute ist das aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist ja so, das wissen wir alle, dass händeringend Fachkräfte gesucht werden. Auch bei den älteren Semestern. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, die Erwerbstätigenquote der Ruheständler steigt und steigt. Ich sage, solche Klauseln in Arbeitsverträgen und Tarifverträgen sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Aus unserer Sicht sollte der Gesetzgeber dringend handeln. Es macht keinen Sinn, dass wir glücklicherweise seit 1. Januar diesen Jahres, 2023, den Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen haben, aber es dann doch in vielen Fällen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unmöglich machen, eine vorgezogene Altersrente zu beziehen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Arbeitsverhältnis dann endet. Also das ist ja wirklich, ich sage es mal auf Deutsch gesagt, im Hinblick auf die demografische Entwicklung und vor der Situation der vielen Babyboomer, die bald in Rente gehen, völliger Blödsinn. Wer seinen Rentenbeginn, Renteneintritt für die Zukunft plant, sollte bitte auch einen Blick in seinen Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag werfen. Vielen ist oft nicht klar, was der vorzeitige Rentenbeginn für dramatische Folgen für das bestehende Arbeitsverhältnis haben kann.
Daher kann ich Ihnen wirklich nur raten, bitte werfen Sie Ihr Geäug in diese Arbeits- und Tarifverträge und prüfen Sie, ob hier im Einzelfall auch die Vorgaben der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts für Sie zu Ihren Gunsten greifen oder eben auch zu Ihren Gunsten nicht greifen. Im Zweifel kann ich Ihnen nur raten, gehen Sie bitte zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht und lassen das prüfen. Oder aber Sie nutzen einfach unser spezielles Beratungsangebot Arbeit und Rente auf rentenbescheid24.de zur Prüfung und Planung Ihrer zukünftigen Altersrente und Ihrer Möglichkeiten, neben der Rente noch zu arbeiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.